Ja, wir sind hier in Saulheim, in Rheinhessen im Weingut Hörle. Ich bin Christoph Hörle und das ist unser neues Weingut, die Winothek am Norenberg. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren haben uns gut entwickelt. Da war es dann irgendwann so, dass im alten Lager haben wir jeden Tag Winzer-Tetris gespielt und mussten mit dem Stapler die einzelnen Boxen rausholen, um dann an die andere Sorte dran zu kommen. Und haben uns daran relativ schnell entschieden, dass wir eine große Lösung machen müssen und aus dem Ortskern rausgehen. Und wo eignet sich es besser, ein neues Weingut zu bauen, als mitten in den Reben, über den Hügeln von Saulheim, mitten in den Weinlagen, um hier später mit den Kunden den Wein zu probieren. Und das haben wir gemacht. Für mich war es wichtig, dass wir hier das typisch Rheinhessische einfangen, also die Weite, das Licht, die natürlichen Materialien, Bruchsteine aus Kalkstein. Dann war es mir wichtig, das Gebäude in die Landschaft einzupflegen. Deswegen eine Holzverkleidung und einfach dieses Moderne, was die Tradition, die Natur und auch das Moderne so ein bisschen verbindet, das liegt mir einfach am Herzen. Deswegen habe ich das so gestaltet. Also jeder, der herkommt, dem fällt es auf. Ich meine, der erste Schritt in die Winothek, man hat direkt den Rundumblick, man fühlt sich gar nicht so im Gebäude gefangen, sondern hat einfach diese Weite und ja, einfach Perspektive, Weite bringt auch Ideen und auch beim Wein probieren ist das mit Sicherheit schön, wenn man so eine gewisse Offenheit auch in der Architektur findet.